Sie sind vom Unternehmen Goodmills und können uns aus diesem ganzen Theoretischen, worüber wir gesprochen haben, jetzt einen kleinen praktischen Bezug bringen und uns ein bisschen erklären, was Sie da Tolles haben. Ja, lieben gern. Und danke erstmal. Wir haben viel über die Rohware gesprochen, wir haben über Mehl gesprochen und die Reise ist nicht zu Ende. Die Reise geht weiter. Was kann man daraus machen? Man nennt es Extrudate, man nennt es Texturate. Ja. Und das ist ein ganz einfach. Also sieht aus wie ein Keks. Das ist ein bisschen wie Weizenpopcorn. Eigentlich ja. ist es einfach ein aufgepufftes Weizenmehl. Ja. Und man kann das natürlich aus unterschiedlichen Rohstoffen herstellen, man kann das unterschiedlich prozessieren, aber das ist immer einfach nur ein physikalischer, thermischer Prozess. Und einfach, das ist ein bisschen Handwerk. Und vielleicht könntest du mal die Kamera ein bisschen halten, dass er es besser einfangen kann. Genau, also es sieht ehrlich gesagt ein bisschen unspektakulär aus. Ja. Und was passiert jetzt daraus? Was macht genau. man damit? Und man verwendet das, indem man das dann einweicht in Wasser, damit es wieder rehydriert ist. Also so ist es eben transportfähig und handbar und ein bisschen lagerfähig. Und anschließend versetzt man es mit Wasser und mit den Gewürzen und formt es dann zu den entsprechenden Produkten, die man eben herstellen möchte. Und je nachdem, welche Art des Produktes man herstellen möchte, würde man unterschiedliche Qualitäten einsetzen. Und im Laufe der Forschung hat sich jetzt eben ein ganzes Bandbreite ergeben, sodass man ganz viele verschiedene vegetarische Produkte herstellen kann. Wunderbar. Und was zum Beispiel wird aus diesen vegetarischen Produkten dann oder welche vegetarischen Produkte werden zum Beispiel aus diesen also aus solchen Produkten würde man etwas? Zum Beispiel so Chicken Nuggets herstellen. Ah. Also tatsächlich die Reise je kleinkörniger, wenn es eine Bolognese ist, eine vegane, dann braucht man nicht so große Chunks. Und je größer und je mehr man am Muskelfleisch dran ist, umso mehr würde man natürlich auch Texturate verwenden, die schon größere Texturen haben. Wie ist das jetzt zum Beispiel mit Fleischersatzprodukten? Woraus setzen die sich zusammen? Ich weiß nicht, vielleicht, ich hoffe, ich frage jetzt hier nach Betriebsgeheimnissen, aber woraus setzen die sich zusammen? Worauf muss man da besonders achten, dass aus sowas Ähnlichem, irgendwie am Ende was wird, was so aussieht wie ein Burger? Ja. Und dann hoffe ich, dass der Koch bald kommt. Das wäre wunderbar, wenn der dann käme. Ja. Nee, also im Prinzip muss man sich das vorstellen wie eine Rezepturentwicklung, wo man einfach auf unterschiedliche Rohstoffe zurückgreift. Man nimmt unterschiedliche Texturate mit unterschiedlichen Rohstoffbasen und versetzt die mit einem Aromakomponente und einer Farbstoffkomponente. Das natürlich versucht man da auch so natürlich wie möglich, auch rote Beete zum Beispiel ist sehr gängig in dem Bereich, damit man diese Natürlichkeit natürlich weiterführt. Das heißt, das sind eigentlich alles oder zum großen Teil zunächst einmal reine Natur-Rohstoffprodukte. Da ist noch wenig, sagen wir mal, zusätzliche chemische Elemente notwendig. Also in der Tat, es gibt sicherlich Anwendungen, wo auch noch Anteile an zum Beispiel Methylcellulose eingesetzt wird. Das ist in der Tat momentan häufig noch gang und gäbe, weil es eben die Struktur unterstützt. Aber gleichzeitig ist es eben eine Entwicklungskurve. Und was heute Methylcellulose ist, ist übermorgen vielleicht ein Weizenmehl, ein besonderes. Also das ist ja pures Weizenmehl. Das ist Weizenmüllerisch verarbeitet mit Feuchtigkeit, mit Hitze. Also das Aber ist die meisten, ein mechanisches Verfahren, um dorthin zu kommen. Die meisten Leute denken doch bei vegan oder vegetarisch als erstes immer an Soja. Ja, und das ist, glaube ich, gar nicht so bekannt, welche große Rolle Getreide bei einer pflanzenbasierten Ernährung spielt. Gibt das auch, haben Sie dann da auch mit Problemen zu kämpfen, mit Sorgen, dass es irgendwie Getreide, Gluten, sonstige Problematik, dass Sie da irgendwie eine besondere Problematik noch haben oder haben Sie das nicht? In der Tat haben wir unheimlich viele Konversationen mit unseren Kunden über die Rohstoffbasis, weil häufig die erste Reaktion ist Weizen. Aber wir stellen dann immer fest, wenn man anschaut, welche Produkte im Markt erfolgreich sind, die allermeisten haben Weizen. Und das Gleiche ist auch mit Soja. Und bei Soja ist es mehr die Frage, wo kommt das Soja her? Das Thema Regionalität wurde heute ja auch schon viel angesprochen. Und europäische Sojaquellen liegen vor. Das ist auch, was Sie hier verwenden. Ja.
Und ansonsten verwendet man Erbsenprotein. Und da ist eben auch wieder die Versorgung lokal gegeben. Und die Kunst ist eigentlich, diese unterschiedlichen Rohstoffe miteinander zu balancieren. Und im Endeffekt zählt der Geschmack. Das ist tatsächlich, und Geschmack ist ja eigentlich der perfekte, nein, also bitte sehr. Nein. Also, wir haben die ganze Zeit über Theorie gesprochen. Jetzt reden wir über Praxis. Ja. Was haben Sie da gemacht? Sagen Sie es uns nochmal. Das ist ein veganer Burger mit einem Vollkornbun und einem Gartensalat mit rote Linsen-Couscous. Wow.